Oh,
wechseln wir zum russischen Komponist, dem Alexander Vorodin. Vorodin war aber nicht nur ein Komponist, sondern auch Chemiker und Mediziner. Als junger Mann ist er durch ganz Europa gereist und von unzähligen Damen umworben worden. Und er hat sich nur für einen Film interessiert. Das war die scheuche und hochbegabte Konzertpianistin Jekaterina Potapova. Die gemeinsame Leidenschaft für Musik hat sich verbunden, sie haben geheiratet und drei Töchter in München bekommen. Als nächstes hören Sie die zwei ersten Sätze aus dem zweiten Streichquartett von Borodin. Der Borodin hat das Stück seiner Frau gegeben. Und die grosse Liebe hört man aus jeder Note.
Bevor wir am Schluss von dem Livestream noch die letzten zwei Sätze aus dem Streichquartett von Borodin hören, kommen wir jetzt zu einer, sagen wir es mal so, nicht ganz unkomplizierten Dreiecksbeziehung. Das ist einerseits das wohl berühmteste Ehepaar aus der Musikgeschichte, Clara und Robert Schumann, und andererseits der Johannes Brahms. Sowohl musikalisch als auch ganz persönlich haben sich die drei sehr gut verstanden. Wir hören als nächstes Bearbeitungen von Liedern von diesen drei für Sopran und Streichquartett. Nach den ersten zwei Liedern, die Sie jetzt gerade hören, erzählt Ihnen dann der Uli Rehsteiner, der Museumsdirektor von hier, ein bisschen mehr über die Liebe bei den Tieren. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen und hoffe natürlich, dass Sie bis zum Schluss vom Livestream dabei bleiben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder sehen. Entweder hier am Bildschirm oder hoffentlich doch schon bald wieder im Konzertsaal. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Bündner Naturmuseum. Herzlich willkommen in unserer Sonderausstellung «Sexperten, flotte Bienen und tolle Hechte». Eine Ausstellung, die die Fortpflanzung im Tierreich thematisiert. Wenn man von Fortpflanzung in der Natur redet, dann geht es rein biologisch grundsätzlich um die Weitergabe vom eigenen Erdmaterial. Und das ist natürlich eine absolut zentrale Sache. Und wenn man das Verhalten von Tieren insbesondere anschaut, dann gibt es eigentlich zwei verschiedene Aspekte, die da sehr stark das Verhalten prägen. Einerseits geht es darum, einen geeigneten Partner oder eine Partnerin anzulocken beziehungsweise von sich selber zu überzeugen. Und andererseits geht es darum, allfällige Konkurrenten, Nebenbuhler, in die Schranken zu weisen bzw. sich gegen die zu wehren. Wenn man die Vielfalt in der Natur anschaut, von dem Fortpflanzungsverhalten,
dann stellt man fest, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, es gibt aber auch sehr viele Unterschiede. Und im grundsätzlich ist die Vielfalt, sind die verschiedenartigen Verhalten so divers, wie es eigentlich Natur auch divers ist. Wenn wir vorausgehen, dann nachher ist eigentlich die Fortpflanzung allgegenwärtig, mindestens indirekt. Wir sehen in der Natur aussen Farben, wir schmecken Gerüche, wir sehen, hören Gesänge. Und das hat eigentlich sehr häufig mit Fortpflanzung zu tun. Und ich möchte Ihnen heute Abend 3 Vertreter aus dem Tierreich vorstellen, die auch in dieser Ausstellung thematisiert werden. Und anfangen möchte ich mit einer Vogelart, die sehr auffällig gefärbt ist und auch einen sehr schönen Gesang hat. Und zwar ist das der Pirol. Der Pirol glänzt mit Sicherheit durch dieses unglaublich kräftige, gähle Gefieder. Sie sehen von innen aus rechts ein Männli, das ist intensiver gefärbt als ein Weibli, als Weibli. Und was beim Pirol ganz speziell ist, er hat einen unglaublich flötenden, schönen Gesang. Und wenn man in die Nähe kommt von einem Revier, wo die Pirol daheim sind, dann kann man im Prinzip sie gut locken, indem man ihren Gesang nachpfeift. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das tönt, wenn ich den pfeife. Die Vögel reagieren bereits auf so etwas relativ fest. Aber jetzt hören Sie mal noch, wie das in der Natur draussen tönt. Wir spielen Ihnen den Gesang jetzt ein. Ein äußerst melodiöser Gesang, wo man auch von außen sehr weit hören kann. Aber man soll sich nicht täuschen. So auffällig, wie die Vögel gefärbt sind mit ihrer gelben Farbe, so schwierig sind sie in den Laubkronen von Bäumen zu entdecken. Wenn sie nämlich hoch oben sitzen, dann ist für uns mindestens der Gesang viel einfacher festzustellen als ihre Farbe. Nun, Pirol balzen auch mit ihren Farben. Männli, die haben nicht umsonst so ein leuchtend gelbes Gefieder. Und es gibt dann sehr intensive Verfolgungsflüge, manchmal auch, wenn sie den Weibli hinten reinfliegen. Und wie emotionsbeladen das im Grunde genommen abläuft, das sieht man unter anderem an dem, wenn nämlich ein anderes, ein fremdes Pirol-Männli in die Nähe von einem Revier kommt, die wird vom Männli sehr heftig angegriffen. Und wenn das Männli verschochen ist, ist der revierbesitzende Männli häufig noch so erregt, dass es sogar aufs eigene Weibli losgeht. Da sieht man also, wenn es um Emotionen geht, wenn dort das Temperament durchgeht, dann gibt es manchmal auch solche Konstellationen. Eine andere Vogelart, die hat einen kurzen Namen, den Star, und einen langen Gesang. Es ist eine Vogelart, die vielen Leuten geläufig sein dürfte, die sehr häufig auch ist. Und wir schauen vielleicht zuerst ihr Gefieder an. Sie sehen 2 verschiedene Exemplare, die ich hier mitgebracht habe. Und zwar ist es so, dass das eine Individuum, das von Ihnen aus gesehen rechts, das hat so auffallend weiße Punkte auf der Brust. Das ist eigentlich das sogenannte Schlichtkleid. Das ist das Kleid, das Sie tragen zwischen dem Sommer und im Frühling. Und links davon ist ein Vogel im sogenannten Prachtkleid. Der hat die weißen Flecken auf der Brust nicht mehr. Und das Interessante ist, dass das Prachtkleid, also das ist das Kleid, das sie haben während dem Brutgeschäft, dass das durch das zustande kommt, dass die weißen Flecken, das sind nämlich Federspitzen, dass die über den Winter abgenutzt werden. Und dann, wenn das Brutgeschäft nachher ist, sind sie verschwunden und der Vogel leuchtet in seinen schönsten Farben. Jetzt ganz speziell am Star ist sicher der Gesang. Der Gesang zeichnet sich durch das auf, dass er unglaublich vielfältig ist. Und Stare können sehr gut andere Tonquellen imitieren. Das können andere Vögel sein, das können aber auch zum Beispiel Rasenmäher sein. Oder man hat sogar schon Stare gefunden, wo die Schiedsrichter pfeifen, von Fußballschiedsrichtern können nachpfeifen. Und man hat schon Gesänge von über 70 verschiedenen Vogelarten in den Gesängen von Staren festgestellt. Jetzt, die Vielfalt, die beeindruckt auch die Weibli.
Man hat festgestellt, dass starre Weibli sehr stark reagieren auf Männli, die einerseits lange Gesänge und eben imitationsreiche, variantenreiche Gesänge zeigen. Also der Gesang ist ganz klar ein Qualitätsmerkmal für Männli. Männli, die einjährig sind, also Junge, die singen zwar auch, aber die haben häufig so ein bisschen einen kümmerlichen Gesang. Und Weibli merken das. Weil einjährige Männchen, die können sich praktisch nie verpaaren, die finden praktisch nie ein Weibli. Das zeigt ganz klar, dass die Weibli eben eine Präferenz haben für ältere Männchen, erfahrene Männchen, und sie merken das anhand vom Gesang. Auffallend beim Paarungssystem vom Star ist, dass sie auch sehr häufig polygam sind. Das heisst, ein Männchen hat simultan oder nacheinander mehrere Weibli. Und das deutet eigentlich auch darauf hin, dass die Weibli lieber sich mit einem Männchen verpaaren, der schon andere Weibli hat, als dass sie sich also ein bisschen mit einem Nobody, wenn ein einjähriger Star, einlösen. Jetzt, der Gesang, den hat man an und für sich, kann man den gut auch aufzeichnen, kann dann den Weibli das wieder abspielen und schauen, wie sie reagieren. Und eben, ich habe es schon gesagt, man hat festgestellt, die Dauer vom Gesang und die Variantenreichtum, das sind sehr entscheidende Merkmale. In den letzten Jahren hat sich aber auch gezeigt, die Untersuchungen, dass Stare, die länger singen, die variantenreicher singen, auch ein besseres Immunsystem haben. Das ist etwas, was für uns Menschen natürlich nicht sichtbar ist. Und das bedeutet eigentlich, dass Stare Weibli anhand des Gesangs feststellen können, welche Männchen eben gute Qualitäten haben, auch bezüglich ihrem Immunsystem. Zum Schluss möchte ich noch ein anderes Tier vorstellen, kein Vogel, sondern ein Amphibium. Das wäre der Laubfrosch. Der Laubfrosch ist ein kleines Tier, er misst nur ungefähr 4 bis vielleicht 7, 8 cm, er wiegt auch unter 10 Gramm. Aber so klein wie er ist, so laut ist seine Stimme. Er hat nämlich einen unglaublich tragenden Ruf und den produziert er mittels einer Schallblase, die er sehr, sehr stark aufblasen kann. Ich zeige Ihnen den anhand eines Bildes. Und damit Sie auch einmal noch den Gesang, die Rufe hören von einem Laubfrosch, spielen wir die einmal noch kurz ein. Nun, der Gesang bzw. der Ruf des Laubfroschs, der hat eigentlich die gleichen Funktionen wie die Gesänge von Vögeln. Einerseits geht es darum, Weibli anzulocken, es geht aber auch darum, anderen Männchen zu markieren, da bin ich daheim, da hast du nichts zu suchen. Man weiss, dass grosse Männchen, die sich gut auch gegen andere Männchen, gegen Konkurrenten können durchsetzen können, auch die lautere Stimme haben und erfolgreicher sind im Anlocken von Weibli. In den letzten Jahren hat sich auch bei dieser Tierart etwas Interessantes gezeigt. Die Frösche sind nachtaktiv, die rufen in der Nacht, das heisst, wir sehen sie eigentlich nicht. Man weiss aber mittlerweile, dass die Schallblasen, die sie hier aufblasen, dass die auch eine Farbe aufweist. Und zwar sind das Farben, die wir nicht sehen können, hingegen Laubfroschweibli, die könnt ihr erkennen. Und man hat festgestellt, dass je farbiger die Schallblasen ist, und je leuchtender dass die Farben auf dieser Schallblase sind, desto attraktiver sind solche Männchen für die Weibli. Das wären ein paar Erläuterungen zu Tieren, die in dieser Ausstellung zu besichtigen sind. Wir hoffen, dass wir dann in absehbarer Zeit die Ausstellung auch wieder zugänglich machen können und freuen uns auf Ihren Besuch.